Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir öffnen Paldeen Fates. Und ich meine nicht wir, du und ich, sondern... Wir öffnen Paldeen Fates. Ja, und mal wieder was wir ewig hier nicht auf dem Kanal hatten. Wir zwei machen ein Battle und früher auf dem Kanal haben wir öfter Battle gemacht. Und das letzte Battle hier war auch, ich glaube, mit den Tints von Verborgenes Schicksal, das wir damals bei dir noch in der Wohnung aufgenommen haben. Stimmt. Also lang ist her. Oder haben wir nicht das Football Battle gemacht? Das ist Schlaf. Es ist noch länger her? Krass. Viel älter. Ja, auf YouTube war ich ja ewig nicht mehr. Genau, und der Emre ist bei mir zu Besuch und hat mir noch zum Geburtstag eine Box mitgebracht und meinte, wir machen ein Battle in guter alter Manier. Und da haben wir uns eben nochmal schön rausgeguckt, was für Karten sind überhaupt drin, weil wir sind alt inzwischen, wir vergessen Sachen sehr schnell. Man sieht doch die grauen Barthaare. Ich will es nur mal hervorheben. Ja. Und wir haben uns Punkte aufgeschrieben, weil auch merken können wir uns das so lange nicht. Der eine muss so nah rangehen und der andere so zurück, um es zu lesen. Und wir haben für eine EX 1 Punkt, für eine Trainer Fullart 2 Punkte, für Baby Shinies 3 Punkte, für Shiny Fullarts 4 Punkte, für Goldkarten 5, für Trainer Altarts oder AR Shinies 6 Punkte und für Shiny Altarts 7. Also einiges an Punkten, was hier bei rumkommen kann, nicht muss. 151 hat es gezeigt. Doch, muss. Kann auch Bruch. Es muss. Also Bruch nehmen wir nicht mit. Ich hätte eigentlich noch eine Box mitnehmen sollen, ne? Dass, falls es Bruch wird, wir noch was öffnen. Damit noch dritte Bruch wird. Damit die dritte auch Bruch wird. Das wäre eine Idee gewesen. Ah ja, mal schauen, was bei rumkommt. Das Set hat... Wir haben uns eben noch mal so ein bisschen was angeguckt. Preise etc. Es ist erschreckend. Also es ist sehr, sehr günstig, was die Karten angeht. Einzelne sind halt immer noch sehr teuer. Und wir haben jetzt natürlich das Ziel, erstmal das Battle zu gewinnen und eine geile Karte rauszuziehen. Und wir schauen mal. Als erstes haben wir natürlich die Numigma-Promo, die ich nach wie vor sehr, sehr schön finde. Also ich finde, da haben sie was richtig gemacht. Ich finde beim Set aber generell auch die Kartentrenner. Also ich benutze die Kartentrenner ja bei mir für die One Piece-Karten. Beim Karton, wo wir die reinstecken. Und da finde ich einfach, ich finde die Trenner wunderschön. Ja. Die sind einfach... Sau genial gemacht. Das stimmt. Und wir haben die richtige Sprache. Immer checken, die Sprache. Und weil Emre rumgejammert hat, dass ich keine Sleeves mehr hatte in dem letzten oder vorletzten Video. Ich habe Sleeves extra vorher noch gekauft. Obwohl ich nicht wusste, dass er vorbei... Also ich wusste, dass er vorbeikommt, aber nicht, dass wir das zusammen aufmachen. Ja. Aber ich habe, weil er geschimpft hat, Sleeves gekauft, war mal wieder dringend nötig. Man muss aber auch an der Stelle jetzt sagen, ihr könnt es ihm auch gerne in die Kommentare schreiben, es war schrecklich. Für mich war es schrecklich. Mein innerer Monk so, du hast die erste Sleeve rausgeholt, dann die zweite und dann die dritte und ich so, jede Sleeve ist eine andere. Das geht so nicht. Mir ist das nicht mal aufgefallen, dass jede Sleeve eine andere war. Mir aber. Ich habe gedacht, das ist das Einzige, was ich noch hier rumliegen habe. Da siehst du mal, wie gut ich aufpasse, gell? Ich will's nur mal sehr sagen. Gut. Ich muss die Booster Packs sortieren, ich würde den Vortritt dir lassen. Gut, dann fange ich mal direkt an, wenn Emre sortiert. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich weiß jetzt, du bist auf deine Reihenfolge gespannt, weil sonst war es ja immer Glurak zum Schluss. Ja, aber wir haben keinen Glurak. Ach ja, jetzt muss ich ja wieder mit den Codes aufpassen. Wobei, spoilern die Codes hier? Ich glaube nicht. Durch die Shinies? Da ist doch, glaube ich, in jedem Booster die Holo drin, deswegen wird doch bestimmt jeder Code auch... Gott, Englisch? Waren es 3? Wir testen mal aus. Ich guck mal. Das ist der Reverse-Slot tatsächlich schon. Okay, also haben wir... Stimmt, wir tauschen gar nicht mehr in den aktuellen. Es ist so, die neuen Sets sind alle so much, dass ich so lange keine aktuellen Sets mehr aufgemacht habe, dass man ja gar nicht mehr tauschen muss. Oh Gott, also, dann kommt der Big Hit ja direkt als zweites dann, ne? Wenn du jetzt. Nee, ich tausche einfach wieder zurück. Okay, ich glaube, hinten ist eine Energie. Ja, ist es. Hinten ist die Energie. Du hast jetzt die Energie vorne. Dann passt. Genau. So. Da sieht man, dass wir eingerostet sind. Zu lange her. Pokémon macht wieder vernünftige Produkte, damit wir wieder mehr öffnen können. Also, wie starten wir rein? An sich ja einiges, was man im Set ziehen kann, also Sichlor, ne? Ist hier drin. Glurak ist ebenfalls drin. Und wir starten mit dem ersten Punkt für mich. Voltolos, ne? Ja. Thunderous Voltolos. Boah, bei den Namen bin ich raus, Bro. Bei englischen Produkten ja sowieso. Das ist immer aber schwierig. Ich finde es schön, dass deine Holo und deine Reverse einfach dasselbe sind. Aber das sind die ersten 3 Punkte für mich. Also geht gut los. Ich habe die Booster Packs tatsächlich, falls es dich interessiert, wie ich sie sortiert habe, wie hieß das Ding? Hirashai? Genau, Hirashai. Also das, weil ich es einfach potthässlich finde. Dann unsere Hammerfee, Pikachu und dann halt einfach nach Booster-Works, gell? Das ist... Aber ich find's schwach, dass da einfach keine 10 Booster-Packs mehr drin sind. Erschreckend, Leute. Tja, wird überall gespart. Die sparen auch immer noch. Dafür ist jetzt überall ein Holo.
Ja. Zeigen wir die Codes eigentlich? Ja, ne? Ich zeig die immer. Außer du brauchst die noch, aber nee, spielt sie ja auch nicht. Um Gottes Willen. Wir hören nur den QR-Code zu. Das ist nicht von irgendwelchen Bots. Das war ja am Anfang immer das Problem, dass hier von den Bots abgescannt wurden. Ja. Dann legen wir mal los, ne? Das war Barschwar. Schmerbe. Barschwar, scheiße, bestimmt Schmerbe. Dann, das war aber Ferkuli, gell? See. Den kriege ich wenigstens hin. Owei. Passt zu meiner Frisur. Nebulak. Boah, das wäre erschreckend gewesen, wenn ich das nicht gekonnt hätte, ey. Irgendwas mit Back. Ich glaube Backel. Backel? Hefel? Backel. Welches war was? Hefel war die Vorstufe. Backel war das dann, ja. Wir haben Alpolo. Owei. Und? Oh ja, läuft. Eine Full Art. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Gleich die Punkte auch mal aufschreiben. Der Rektor, das ist gut. Okay, du hattest gerade 3 und ich hab 2. Style und das Geld wollte ich gerade fast sagen. Ich hab. So, erstmal aufschreiben hier. Das wäre auch was, ne? Die neue Frisur. So ein bisschen so. Ja, bin ich gespannt. Mach mal. Glaube ich, krieg ich nicht hin. Wäre auf jeden Fall was. Ich nehme den Rest noch mit. So, also beide mit einem Hit gestartet. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber du hast noch einen Punkt Vorsprung, gell? Ja, so bin ich das gut. Ja, ich lasse dir als Gastgeber erstmal einen Vortritt, ja, gell? Also, und dann soll ich mich am Ende rasieren. Okay, dann ja, gucken wir mal. Muss ja am Ende dann das Glurak ziehen, damit ich dann mit Glurak sage, ah, gewonnen. Ja, wir schauen mal. Oh, hier, kennst du noch? Das Baumwollviech. Wie war es? Die Weiterentwicklung? Cortini? Damals im Stream? Ja. Reverse-Reaktion? So stimmt, wo du komplett ausgerastet bist. Wo meine Nachbarn... Boom! Es läuft! Full Art Shiny! Wo meine Nachbarn gefragt haben, was bei uns los ist. Also, nächster Hit. Das eine gute Idee, was zumindest Shinies angeht, ne? Also, ganz ehrlich, das Schlimme ist ja, also wir haben vorher geguckt, irgendwie 50 Cent für eine Full Art Shiny, sehr traurig. Aber punktetechnisch bin ich jetzt schon bei 7. Und insgesamt muss man jetzt schon sagen, gute ETB, weil eine Full Art Shiny und eine Baby Shiny ist halt schon stark. Ich müsste es schaffen, meinen Booster Pack aufzukriegen, aber. Ja, wir haben ja früher, das war ja immer die Faustregel, ist eine Full Art Shiny drin, bist du zufrieden mit der Box, gell? Ja. Und jetzt dürftest nicht mehr meckern, egal was aus der Box rauskommt. Nee, das stimmt, aber wenn nach den ersten 2 Boostern schon alles durch ist, ist es halt auch immer hart. Aber da habe ich irgendwie ein Talent für. Ich habe ganz oft am Anfang von Openings die geilen Hits und dann wird es am Ende irgendwie traurig, obwohl die ersten 2 vielleicht cool waren. Ja, aber das wird dieses Mal nicht so, weil du willst das Battle ja aufregend halten. Ich führe schon mit 15 zu. Ich hole dich noch ein. Ich will dir jetzt, wie gesagt, den Vorsprung lassen, dass die Leute sich denken, komm schon, Emre. Und der Underdog, du weißt, das ist die Underdog-Mentalität. Wir kommen dann quasi später erst in der zweiten Hälfte durch. Ich wollte sagen wie die Panthers, aber die Panthers haben es in der zweiten Halbzeit auch nicht geschafft. Und... Tudum. Kokowai, das ist nicht gut. Aber das Licht blendet so krass auf die Reverse, dass als die erste Reverse kam, dachte ich, oh, da ist auch was Großes bei. Ich hab bei deinem ersten Booster-Pack bei der Holo gedacht, dass es eine Goldkarte ist. Weil es so krass geglitzert hat, ich dachte mir so, der startet mit einer Goldkarte ins erste Booster-Pack. Ja, wäre auch nicht schlecht. Was nicht ist, kann ja nur werden. Wie viel haben wir eigentlich bei den Goldkarten? Ah doch, 5 Punkte haben wir gesagt. Ja, brauchst du quasi, um auszugleichen. Mach ich. Ich bin gespannt. Ich hätte gern den Säbelzahntiger. Ja, dann... Ich habe zu meiner Schande Schwert und Schild immer noch nicht... Nee, nicht Schwert und Schild. Karmesin und Purpur immer noch nicht durchgespielt. Also ich weiß, dass ich irgendwo diese Pfahl-Dinger aus dem Boden ziehen muss, damit es weitergeht, aber... Nee, das ist nur für die Legendaries. Ja. Für die Story Ghosts nicht. Aber ich habe den zweiten DLC habe ich auch abgebrochen. Ich habe kein einziges der DLCs gespielt. Aber bei Schwert und Schild habe ich die DLCs auch nicht durchgespielt. Na, da habe ich sie auch. Da habe ich auch Decks komplett voll. Das habe ich beim ersten DLC tatsächlich auch, aber... Sorry, den Code vergessen. So. Und jetzt, guck mal. Nee, ich weiß nicht warum, aber wenn ich dann mit der Story durch war bei den Pokémon-Spielen, war es für mich einfach rum. Da habe ich mir dann gesagt, okay, du hast die Story durch, mehr brauchst du nicht. Die hätte ich gerne als Full Art. Ich weiß, die Karte ist nichts wert, aber ich finde die Full Art-Karte von dem Paldea-Studenten so schön. Cool. Wenn du nicht vorbei. Komm schon, der Schein. Nein. Aber jetzt... Ah, zumindest eine X. Das gibt einen Punkt. Guck. Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, wir machen jetzt erstmal Kleinvieh Mist, kleine Shiny mit Pikachu, würde ich sagen. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, ey. Als ich mein Paldea Felino weiterentwickelt habe. Und ich bin bei der Karte genauso enttäuscht. Die ist einfach... Ich weiß nicht, warum... Warum die Entwicklung einfach so... Ich finde sie gar nicht so schlimm. Also... Ich habe tatsächlich Felino und... Ich sag Hit. Ich habe quasi Felino und Tentacha beide bei mir im Team gehabt. Haben sie beide, nachdem sie sich entwickelt haben, wieder aus dem Team rausgenommen, weil ich gesagt habe, nee, Mann. Nee, Tentacha hatte ich nicht im Team. Boom, Rippuck! Das sind wieder... Pipi-Shiny sind 3, ne? Ja. Sieh zu, ich bin bei 10. 10 zu 3.
Du brauchst jetzt eine Shiny-Alternative, dann hast du gleich ausgeglichen. Ja, das wird. Leute, jetzt kurz mal in die Kommentare reinschreiben, dass die Shiny-Alternative kommt. Und dann kommt sie auch. Also, wer tatsächlich mit egal welche von den drei kommt, zufrieden. Das sind auch die drei schönsten Karten mit Abstand aus dem Set. Also, wir haben Mew, das stimmt. Gardevoir und Glurak. Wobei, so ein Glurak wäre einfach Standard für uns, gell? Das wäre das Wertvoll. Ich habe immer noch meine letzten Produkte jetzt geöffnet. Eins ist ja schon online gekommen. Mal gucken. Na? Haben wir gesagt, ist ein großer Set. Ah, Shiny ist ein großer Set. Und? Nur noch 1, 2, 3. Aber bei der wird Lena sagen, gut, dass du die gezwungen hast. Die ist so süß und es ist rosa. Oder ich weiß es nicht. Ich kann es nicht unterscheiden. Aber es ist tatsächlich süß. Wobei es... Ist auch eine coole Karte. Guck mal den Blick an. Von der Optik. Wie genervt es ist, weil es aufwacht. Wäre ich auch. Wäre ich auch, mein Freund. Aber damit bist du quasi fast ausgeglichen. Also ich bin nur noch ein Punkt vorne. Wird Zeit. Das stimmt. Weil wir haben sie sehr hoch gerankt. Gott sei Dank. Obwohl die ja auch nicht so selten sind, glaube ich, ne? Ja, aber so häufig auch wieder nicht. Also darum, war schon okay, wie wir sie gerankt haben. Jetzt musst du den Delfin ziehen. Ich ziehe jetzt das Glurak. In zwei Packs. Weil hier habe ich es noch nicht. Aber in zwei Packs, da kommt's. Also bei Azugladis. Ich schaffe das jetzt bei mir, pass auf. Ich habe nämlich gerade ein Azugladis Pack. Deswegen kommt Glurak jetzt bei mir, okay? Auch sowas mit Abstand, für mich mit so einem meilenweiten Abstand das schönste neue Pokémon aus dieser Generation. Aber mit meilenweiten Abstand. Das ist halt einfach cool gemacht. Ja. Hat, die Shiny ist Mull. Hat irgendwie so richtige Mega Man-Vibes, finde ich. Ich habe das Shiny tatsächlich gerade nicht im Kopf, aber das hat sich nicht sonderlich abgehoben. Die Augen haben eine andere Farbe. Ja, stimmt. Und da hätte man so viel halt machen können mit Feuer, dass die sich spiegeln oder mit Cremanzo. Kadabra, sehr geile Shiny. Nehmen wir mit. Vor allem Kadabras Rückkehr ins Pokémon-TCG, gell? Und dann... Damit gehst du in Führung. Mit zwei Punkten. Ich hab doch gesagt, ich lasse dir erstmal einen Vorsprung und dann hole ich dich ein. Ja, aber ich ziehe jetzt Glurak und bin dann wieder vorne. Das ist okay. Wenn du Glurak ziehst, mache ich zum Ausgleich Mew, okay? Das ist okay. Ich wäre mit beiden zufrieden. Wobei Gardevoir ist auch schön. Ich hätte, wenn ich mir aussuchen könnte, Mew. Weil Glurak und Gardevoir habe ich auf Japanisch. Aber dann musst du Mew doch auch auf Japanisch holen. Ja, aber nee. Dein innerer Monk macht das nicht mit. Nee, so geil finde ich die Karte dann nicht, dass ich sage, ich muss die unbedingt kaufen. Ziehen, gerne, aber kaufen. Vielleicht findest du jemanden, der sich tauscht. Ja. Ich ziehe jetzt hier erstmal das Glurak. Nee, das kommt im nächsten Pack, dann Azugladis. Ach so. Nee, ich ziehe der Gold! Ich ziehe der Gold! Aber wir haben doch gesagt, sind sie wie die japanischen? Doch, ne? Ja, ich glaube. Dinglu, glaube ich, heißt das Ding. Das heißt auf... Dinglu. Ja, so ähnlich. Dinglu, Dinglu. Also... Ey, zwei Baby Shinies, Full Art und Gold. Kann man machen. Wie viele Punkte sind das jetzt? 5. Dann bin ich wieder 3 vorne. Das ist okay, wir machen das jetzt auch, okay? Komm. Wir gönnen uns jetzt auch. Lura kommt ja erst noch. Das ist okay, du machst es vor, ich mach's nach. Ja, ist okay. Du wolltest ja den Säbelzahntiger, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich auch nicht, weil ich ihn tatsächlich im Spiel halt einfach nicht gefangen habe. Ja, doch, ich habe ihn gefangen und auf die Box gepackt. Wie ist das mit einem von diesen komischen Viechen? Aber da sind sie ja drin, ne? Also genau. Das sind ja bei Juju, der Fisch, den hatte ich sogar im Team, weil den finde ich irgendwie am coolsten von denen. Ich finde es ehrlich gesagt alle langweilig. Also okay, der Säbelzahntiger geht, aber die anderen sind einfach alle aus meiner Sicht komplett langweilig. Vampi, ich mag dich echt gerne, aber du bringst keine Punkte. Führung ist da. Führung ist da und jetzt kommt das Glurak-Booster. Jetzt kommt das Glurak-Booster. Wenn das jetzt stimmt, ne? Wenn das stimmt, dann musst du hier auch ein bisschen was predicten. Irgendeiner von euch drei muss jetzt Punkte bringen. Ich muss kurz mit meiner Mannschaft reden. Alles klar. Einer von euch drei. Okay. Alle drei. Ist auch okay. Nehmen wir auch mit. So, wir gucken. Gengar, schöne Karte. Baby Shiny. Let's auch go. Eine sehr schöne. Und noch ein Hit. Und der Delfin, ich hab's dir gesagt. Ja. Kein Glurak, aber... Ey, der Delfin der schaut mega cool aus. Hat irgendwie ein bisschen Batman-Vibes, finde ich. Guck mal, hier kannst du doch... Das ist auch für euch nochmal der Unterschied. Azugladis Augen. Azugladis hat die gleichen Augen dann im Shiny und sonst sieht Azugladis genauso aus. Der hätten es einfach spiegeln müssen, die zwei Entwicklungen. Ja, das wäre mega geil gewesen. Das wäre super cool gewesen. Ey, was ist das für eine Box? Aber das wäre halt Arbeit gewesen für die Pokémon Company, gell? Aber deswegen. Was ist das für eine Box? Das ist... Die ist schon krank. Ja, ich muss so mal wie Punkt halt für, das ist halt so, wie sich es für ein Geburtstagsgeschenk gehört. Auf jeden Fall. Das waren 9 Punkte. Komm schon. Leute, wir holen jetzt auf. Also, es steht 24-12.
Kipkass. Ist easy. Ich glaube, da ist noch alles drin. Das ist wie die Bundesliga in den letzten Jahren, gell? Das ist nicht mehr spannend. Komm. Nein, aber... Also das Artwork ist cool, ne? Aber das war es dann auch schon. Ja, geht so, ne? Ich finde das Artwork cool. Mit der Aura so drumherum. Ja. Jugendwort des Jahres. Aura. Echt? Ja, war in der Auswahl. Keine Ahnung, ob das schon durch ist. Habe ich nur irgendwo gelesen. Ich bin beim Jugendwort tatsächlich raus. Sind wir zu alt für. Ey, gefühlt sind die Jugendwörter sowieso nur irgendwelche ausländischen Begriffe. 90% so. Ja. Von daher. Vor allem, du hörst sie halt im Alltag, finde ich nicht. Nee, wahrscheinlich. Das habe ich damals schon, als man noch wirklich in dem Alter war. Auch nicht gerade. Wo man halt quasi Zielgruppe war. Keine Ahnung teilweise, was das für Wörter waren. Nie gehört. Aber warum Aura? Das Aura ist im Moment irgendwo viel. Das ist irgendwie so. Ich habe eine Definition von einem YouTuber gehört. Aura ist der Begriff, den Männer sagen, wenn sie Männer cool finden und nicht schwul klingen wollen. Der hat Aura und nicht, der sieht gut aus oder so. Das war so, fand ich als Erklärung irgendwie, aber ist, konnte ich mir vorstellen, dass das so benutzt wird. Ich selbst benutze das Wort nicht, darum keine Ahnung. Ist eine Erklärung. Keine gute, aber es ist eine. Kloptopus, gell? Ja. Ich weiß noch, ich bin auf der Arbeit, ich habe mich früh ausgestochen, weil ich das Ding im Pokémon Go gesehen habe und bin quasi von der Arbeit aus um zwei Blocks rumgelaufen und da waren dann zwei. Also es hat sich richtig gelohnt hinzugehen. Hab aber Pokémon Go mittlerweile deinstalliert, weil ich einfach keinen habe, der mit mir Raids macht. Und ich habe seit einem Jahr, glaube ich, auch nicht mehr gespielt. Ich habe es drauf, aber... Ein Sonderbonbon. Und? Nee, ich glaube, das war's. Dann hole ich nimmer auf, du. Also du könntest... Was kann man denn maximal... Kann man eigentlich drei Hits in einem Pack haben? Ich glaube schon. Aber das ist ultra unwahrscheinlich. Also im Stream, wo wir das Set aufgemacht haben, haben sie gesagt, es geht, es würde gehen, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Godpacks haben wir ja wahrscheinlich mal wieder nicht gekriegt. Ne? Nee, wir kriegen keine. Das nervt mich eh, dass meist die Godpacks immer im Japanischen sind. Ja. Und wir gehen dann leer aus, als es... Wobei irgendwo habe ich ihn nicht... Irgendwo, ich weiß aber noch nicht mehr, welches. Bei 151, glaube ich. Ja, gab's genau, ja genau, da gab es ihn. Ja. Und noch eine EX zum Abschluss, Cavallo. Also du hast nicht nur gewonnen, sondern du hast nochmal auf einen am Boden liegenden... eingetreten. Ja, ich habe schon extra so schlecht gemacht, wie geht, dass noch Punkte rauskommen. Schlechter ging jetzt nicht. Außer wir hätten Reverse Rare reingenommen. Aber ja, 25. Das heißt, du brauchst 13. Also wenn du eine Full Art Shiny Alternativ hast und die noch eine AR Shiny, falls das geht, oder eine Trainer Alternativ. Keine Ahnung, wie Slots sind. Schaffen das, wir schaffen das. Aber auch Gold und die EX würde reichen dann noch. Du brauchst ja nur noch eine Gold und die EX und... Es klingt so einfach, wenn du das sagst, gell? Baby Shiny sind 3. Das ist schon nichts mehr. Und? Nee, der Prof. Aber zumindest nochmal eine Baby Shiny. Zum Abschluss nochmal mit einer Shiny und vor allem einer coolen Karte. Also die finde ich schön gezeichnet. Ja. Die ist schön. Wenn man sich die zwei Mäuse so anschaut. Zwiebs, glaube ich, ne? Fiebs? Zwiebs. Famiebs. Stimmt. Das zweite. Stimmt, Famiebs. Familie. Wo sie dann einfach Nachwuchs kriegen und sich weiterentwickeln. Aber ohne Witz, was war das für eine kranke Box? Also deine ETB hat richtig gegangen. Also, eigentlich fehlt nur die alternative Shiny. Ja. Weil sonst ist ja alles drin gewesen, was man haben kann. Achso, ich habe hier noch hier irgendwo. Das sag ich auch noch. Stimmt, das ist noch ein EX gezogen, ne? Also meine war jetzt. Die war auch nicht schlecht. Es war zwar keine Full Art Shiny drin, aber ich meine, wirklich beschweren. Wenn ich die allein geöffnet hätte ich gesagt, ja, ist eine Box, die ist okay. Ja. Und wenn ich sie jetzt aber mit deiner vergleiche, denke ich mir so. Ging besser. Aber gut. Ja, aber das war's mit dem Battle. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Box, weil hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Deswegen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Jetzt der Satz. Drückt auf den Gefällt mir-Button. Das. Hier. Da. Nee. Wir sind verkehrt herum, ne? Da. Da. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Kommentiert, drückt auf Gefällt mir, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Ne, wir nicht, aber ihr seht euch beim nächsten Video. Genau, und auf Twitch, wenn ihr One Piece feiert und das TCG, schaut bei Emre vorbei. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace! Ciao.